Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen beim Videoblog der Rechtsanwaltskanzlei Heidecker. Mein Name ist Jan Heidecker, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Der Grund, warum Sie dieses Video angeklickt haben, besteht möglicherweise in dem Umstand, dass Sie eine Vorladung einer Polizeibehörde bekommen haben, in der Sie gebeten werden, zur Vernehmung zu kommen. Möglicherweise oder wahrscheinlich ist diese Vorladung mit den Worten überschrieben Vernehmung als Beschuldigter. Häufig ist es natürlich so, dass viele vermeintliche Beschuldigte zunächst gar nicht wissen, worum es möglicherweise geht. Auch wenn sie eine Ahnung haben, was ihnen möglicherweise vorgeworfen wird, stellt sich natürlich die Frage, wie hier jetzt zu reagieren ist. Wir raten unseren Mandanten grundsätzlich, unabhängig davon, ob sie der Meinung sind, dass sie völlig unschuldig sind, dass möglicherweise an dem Vorwurf etwas dran sein könnte, oder auch in der Kenntnis, dass hier eine tatsächliche Straftat durch den Mandanten begangen wurde, einer solchen Vernehmungsvorladung nicht nachzukommen. Wir beobachten in unserer täglichen Praxis, dass viele Mandanten das im ersten Schritt gar nicht so verstehen. Die sagen dann, warum? Ich bin unschuldig, warum soll ich nicht zur Polizei gehen? Der Grund ist eigentlich recht einfach. Sie müssen sich folgende Situation vergegenwärtigen. Sie sitzen einem geschulten Vernehmungsbeamten gegenüber, der versuchen wird, das von Ihnen herauszulocken, was Sie möglicherweise gar nicht sagen wollen. Es ist auch so, dass die Tatsache, dass Sie nicht zur Vernehmung gehen, Ihnen in keinster Weise negativ angelastet werden kann. Der richtige Weg, den man an dieser Stelle geht, ist der, dass man sich zu einem im Strafrecht spezialisierten Anwalt begibt. Dieser wird auf jeden Fall zunächst Akteneinsicht beantragen. Er wird darüber hinaus für Sie den Termin bei der Polizei absagen. Denn nur der Anwalt hat das Recht, selber diese Akteneinsicht zu beantragen. Selbst können Sie dies als Beschuldigter nicht. Wenn die Akte dann da ist, kann gemeinsam mit dem Anwalt zunächst entschieden werden, wie halt hier taktisch weiter vorgegangen werden soll. Dabei wird natürlich die Beweissituation zu berücksichtigen sein und dann wird man die Entscheidung treffen, ob man sich gegebenenfalls auch nicht alleine, sondern hier halt mit Hilfe seines Rechtsanwaltes meist in Form einer Stellungnahme zum Sachverhalt einlässt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wenn Sie eine Vorladung als Beschuldigter bekommen haben, können Sie sich gerne an uns wenden, entweder zunächst per E-Mail oder natürlich auch telefonisch. Im Rahmen von strafrechtlichen Mandaten macht es auch durchaus Sinn, dass man sich ja, zunächst einmal kurz kennenlernt. Sollten Sie sich für eine Beauftragung durch unsere Kanzlei entscheiden, würde ich Ihnen dann auch persönlich die ersten Ratschläge mit auf den Weg geben. Wir würden dann die Akte einholen und würden dann die weitere Vorgehensweise gemeinsam entscheiden. Vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.